tell me, cause it hurts. Lieber Tommy, willkommen zum finalen Lagerfeuer von Temptation Island VIP. Wie geht's dir im Moment? Mir geht's nicht gut. Ich hab einfach irgendwie nicht, ich kann nicht sagen Angst, aber ich will sehen, wie sie irgendwie reagiert. Ich will, dass sie ja, fast sich nicht entschuldigt. Ich will einfach sehen, dass es ihr leid tut, so fast. Du und Sandra, ihr habt bei Temptation Island VIP mitgemacht, damit deine Treue auf den Prüfstand gestellt wird. Aber das Blatt hat sich komplett gewendet. Hättest du damit gerechnet, dass es so ausgehen kann? Sie hat einfach, bevor wir hergekommen sind, viele Sachen gesagt. So, ja, ich mag nicht, wenn du sowas machst. Das würde ich mich auch stören. Deswegen war ich so schockiert im ersten Lagerfeuer. Weil die ganzen Sachen, die sie mir gesagt hat, ja, das wird mich stören. Das habe ich alles gemacht, aber in schlimmer. So, und deswegen hat mich das so im Herzen getroffen. Weil ich habe sie einfach nicht erkannt. Dann bin ich sehr gespannt, welche Sandra jetzt vor dir steht. Herzlich willkommen, Sandra. Hallo. Sagst du mir keinen Namen? Hier? Alles klar. Sandra, wie geht's dir? Ja, nachdem ich nicht begrüßt worden bin, nicht mehr so gut. Was glaubst du denn, warum er dich nicht begrüßt? Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wirst du gleich sehen. Mhm. Tommy, warum schaust du Sandra nicht an? Warum? Weil du Sachen gemacht hast, ganz ehrlich. Ich will dich gar nicht anschauen. Echt? Ja. Mhm. Okay. Weißt du wirklich nicht, von was ich rede? Mhm. Nein. Dann ist es noch schlimmer. Nein. Hat dir nicht gefallen, was du gesehen hast? Sandra, es würde jedem nicht gefallen, was ich gesehen habe. Okay. Du wirst die Bilder sehen und du wirst hoffentlich selbst checken, weil du bist schlau. Und du wirst verstehen, wenn du deine eigenen Bilder siehst. Ich weiß, dass ich nichts gemacht habe. Ja, okay. Okay. Ich habe halt ziemlich viel Spaß da gehabt. Das habe ich gesehen. Mhm. Ihr seid als sehr starkes Paar zu Temptation Island VIP gekommen. Beim Opening hast du noch ein Bild geschenkt bekommen. Das hast du jetzt auch wieder bei dir. Und ihr habt auf jeden Fall einen sehr sicheren und glücklichen Eindruck gemacht. Man hatte auf jeden Fall den Eindruck, ihr habt eure Grenzen ganz klar abgestimmt. Wir hatten keine richtigen Grenzen oder Regeln. Wir haben gesagt, wenn etwas ist, was uns nicht passt, dann reden wir darüber. Ich habe ihr gesagt, wenn du etwas machst, wo ich merke, es kommt von dir, egal ob emotional oder physikal Kontakt, dann, ich mag sowas überhaupt nicht. Ihr fandet das schon krass? Glaubt mir, es geht krasser. Schaut euch jetzt die neuen Folgen auf RTL Plus an. Weitere Einblicke bekommt ihr hier. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren.